Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake Berserker Mord. Wir sind die Kräuterpolizei 234. Plaga und Los Illuminados sind im Nu vorbei. Wir haben einen See zu erkunden. Und genau das machen wir jetzt. Es gibt noch ein paar Anlaufstellen, wo wir hin müssen. Und ohne Scheiße, ey, ich hab Angst. Ohne Witz, Leute, ich hab Angst. Weil wir hierhin noch können und müssen. Ich will natürlich hierhin und will mir das alles anschauen. Aber das Areal ist schon im Hauptspiel echt ein Pain. Und ich hab... Oh Gott. Das wird jetzt echt unangenehm unter Umständen. Ich werde noch mein Inventar vielleicht vollstopfen mit Fischen, die wir hier angeln können. Vorsichtshalber, damit uns die Heilung nicht ausgeht. Da haben wir die größte Burg Europas. Das ist wirklich... Wenn man sich mal überlegt, wie viel wir im Schloss rumkommen, ne? Riesige Einschienenbahnen und Seilbahnen, die uns irgendwo hin transportieren. Und es ist einfach Uhrentürme, Kirchen, Schlösser, mehrere Schlösser, riesige Burgmauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Burg so unbekannt wäre und so im Nichts da draußen irgendwo versteckt. Okay, bis jetzt keine Monster auf der Hühnerinsel. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass wir hier irgendeinen ganz krassen Boss irgendwie sehen. Aber die Hühnerinsel kommt mir relativ unangetastet vor. Ich glaube, das Einzige, was die verändert haben, ist, dass das goldene Hühnerei jetzt eben bei der Red Nine auf dem kleinen Boot bei dem Superplugger ist. Man kann hier tatsächlich einfach stehen bleiben und dann warten, bis die wieder Hühnereier legen. Aber die Hühnerlege-Ei-Frequenz ist was, das habe ich nie ganz verstanden und das hat auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich mich informiert habe, ne, schon wieder ein paar Monate her, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse, aber ich glaube, das hat man im Remake noch nicht so ganz verstanden. Die brauchen teilweise 4-5 Minuten, bis die ein Ei legen, aber manchmal eben auch nicht. Und man kann hier stehen und Eier farmen, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, je länger man farmt, desto unwahrscheinlicher wird's. Wahrscheinlich beeinflusst der adaptive Schwierigkeitsgrad auch, wie viel Hühnereier-Loot gedroppt wird. Es ist kompliziert. Und der Inventar ist schon wieder voll. Wegen der Red Nine. Ah, shit. Die Forelle L hätte ich jetzt auch gern mitgenommen. Das geht nicht, ich habe zu viele Eier. Naja, Forelle L, kann man nichts machen. Geht's wirklich nicht? 1, 2, 3, ich habe 5 Plätze. Ah, 1 zu viel. Oh. 1 Inventarplatz zu viel. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ich glaube nämlich, 2 Pistolenschuss ist es mir wert, dass wir die Forelle noch einpacken, tatsächlich. 2 Pistolenschuss verschwenden. Okay, damit. 3. 3 Pistolenschuss verschwenden. Dafür können wir die Forelle einpacken. Ist mir wichtiger. Weil ich komme... Wie viel Gegner kann ich mit 3 Pistolenschuss töten? Einen halben Standardgegner oder so, ne? Aber mit einer Forelle kann ich sehr viel Schaden heilen. Ja, blöd, Leute. Keine Ahnung. Ich befürchte, ich muss nochmal zum Händler zurück. Es hilft jetzt nichts. Ich kann überhaupt nicht looten gehen sonst. Ich verkaufe die Red Nine. Und den großen Fisch hier hätten wir auch noch, ne? Den Riesenfisch, den will er ja auch. Naja. Aber den Riesenfisch holen wir dann nachher. Ich bin wirklich gerade noch so ein bisschen dabei zu verstehen, wie der Mod mit Loot umgeht. Und ich glaube,
sehr anders als das Hauptspiel. Ich glaube tatsächlich, ich hätte die beiden einzelnen Edelsteine nicht verkaufen sollen, weil der Mod ist damit sehr sparsam und der gibt, glaube ich, wirklich relativ gezielt nur das raus, was man braucht. Der schenkt einem nichts. Und auch Waffen und Erweiterungen für die Waffen und so weiter und so fort koppelt der Mod höchstwahrscheinlich sehr stark an schwere Gegner, die man besiegen muss und Schätze, die man in der Welt findet. Und der Händler ist eher fürs Upgraden da. Eher. Nicht nur. Offensichtlich. Offensichtlich hat der auch coole Sachen wie die Broken Butterfly, die wir bei ihm kaufen konnten. Aber ja. Okay. Händler, ich habe wieder ein paar Sachen für dich, die du bitte kaufen musst. Zum Beispiel eine wundervolle Red Nine, was sagst du dazu? Ja, okay, ich verkaufe tatsächlich nur die Red Nine. Hervorragender Deal. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Hehehe, thank you. Komm jederzeit wieder. Okay, ich speichere nochmal schnell, auch wenn wir so gut wie nichts gemacht haben. Außer die Red Nine und ein paar Hühnereier gelootet, aber mei. Wir sind verwirrt. Also ich bin verwirrt. Genau, ich habe jetzt sehr viel Heilung im Inventar. Ich habe gut Munition im Inventar. Wir fahren jetzt in das krasse Gebiet, vor dem ich echt ein bisschen Angst habe. Aber wir werden es schon schaffen. Wisst ihr, ich muss immer im Hinterkopf behalten, mein erster Playthrough war damals auf Hardcore. Deswegen habe ich, glaube ich, andere, krassere Erinnerungen an manche Orte, als sie dann wirklich sind. Mir ist schon aufgefallen, dass selbst der Mod mit seinen verrückten Gegnerkonstellationen auf Normal nicht so krass ist, wie das normale Spiel auf Hardcore. Bis jetzt zumindest. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Ne, auch im Hauptspiel bin ich das erste Mal im Hüttenkampf so richtig verzweifelt. Schauen wir mal. Langsam habe ich genug. Die verbesserte TMP ist schon schön, ne? Die ist ja noch nicht mal bei weitem Max. Die kann ja noch viel stärker werden. Aber die TMP... Am Anfang, als ich die TMP zum ersten Mal bekommen habe, dachte ich mir so, na, weiß ich nicht, ob die nicht auch... Weil ich bin echt leider enttäuscht von den Schrotflinten im Remake. Die haben sie, finde ich, im Vergleich zum Original ganz schön downgegradet. Die fühlen sich bei weitem nicht mehr so wuchtig an. Du konntest halt im Original mit einem Schrotflintenschuss ganze Räume wegpusten. Die waren nicht unbedingt tot, aber da sind halt einfach mal 20 Plugger durch den Raum geflogen. Es war toll. Und da haben sie schon ein bisschen abgebaut, leider. Aber bei der TMP dachte ich mir am Anfang erst so ein bisschen so, na, weiß ich nicht, ob mir das noch so gut gefällt. Aber wenn man die ein bisschen upgradet, ein bisschen hochlevelt, wird die richtig, richtig lustig. Die Striker, die Original-Striker vermisse ich ein bisschen, ja, aber gut. Ja, ich höre sie schon beten. Und ich höre irgendwas Komisches. Oh, WTF! Oh, WTF! Wo bin ich hier reingeplatzt? Passt aber, ne? Eigentlich sehr passend positioniert die Gegner hier. Macht total Sinn, dass die hier sind und beten. Ja, tot? Cool. Ah, dammit. Ah,
Okay, cool. Das war eine coole Passage. Die mochte ich. Muss ich schon sagen. Das haben sie sehr schön gemacht hier. Ich hab's gar nicht gecheckt erst. Dieses komische Geräusch, ne? Von seiner Gebetsstange habe ich überhaupt nicht überrissen. Und dass die Gloria Las Plaga beten, das habe ich überhaupt nicht mit denen in Verbindung gebracht. Ich dachte, hier stehen jetzt Dorfbewohner, aber Dorfbewohner beten ja gar nicht Gloria Las Plaga. Gloria Las Plaga. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Catchphrase von Resident Evil 4 Remake geworden, oder? Das ist so der Running Gag. Gloria Las Plaga. Das ist so der Insider. Hallo, Wolfi. Turbo Wolfi. Na klar. So, ich schätze mal, davon kommen jetzt einfach ungefähr 1 Milliarde. Plus Freunde, okay. Dammit. Moment. Nicht töten, bitte. Danke. Essen wir die Schlange. Und ein Ei. Ja, ja, jetzt lass mich mal kurz hier. Meine Güte, das sind aber schon viele, ey. Das sind aber schon viele hier. Da gucken wir mal, ob es das war. Ich lade mal alles nach, inklusive Leons Lebensenergie. Einfach ein paar Eier reinpfeifen. Geht schon. Ich glaube an der Theorie, dass Leon wegen seiner Plaga-Infektion in Resident Evil 4 so krass ist, ist vielleicht schon was dran, ne? Der heilt einfach schwerste, tödliche Verletzungen, indem er Eier isst. Und ich glaube, das ist der Plagger, der einfach seinen Körper instand hält und repariert auch. Der braucht nur das Material dafür, der braucht nur die Nährstoffe. Und dann macht er das. Ist nicht da, wo vorher Luis lag, jetzt irgendwie ein Schatz, wenn man nochmal hingeht, zumindest im Hauptspiel? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube schon. Wir gehen auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich wartet da jetzt wieder irgendwas total Krasses. Oder auch nicht. Aber immerhin ein Ring. Ah ja, genau. Und das Tagebuch eines alten Mannes, wo wir ein bisschen was über Louis' Hintergrundgeschichte erfahren. Ist schon cool, dass die dem so ein bisschen mehr Backstory gegeben haben, ne? Und dass man jetzt weiß, dass er der Enkel eines alten Mannes hier im Dorf war, der vielleicht einer, der kann nicht stimmen, aber einer der ersten Infizierten war, eher versehentlich durch einen Wolf im Wald. Oh, und dass Luis im Grunde wahrscheinlich Umbrella erst über die Plaga hier aufmerksam gemacht hat und den vielleicht sogar Plaga-Proben mitgebracht hat und am Nemesis-Projekt beteiligt war und so weiter. Das ist schon alles cool. Laut Karte sollte hier irgendwo ein Schatz sein. Und ich dachte, ich hätte ihn schon beim ersten Mal runtergeschossen. Ah, das da meinen die.
Ich habe nur das Vogelnest runtergeschossen. Das war ein bisschen Pistolenmunition. Die optionalen Schätze haben sie ganz schön entschärft für den Mod, ne? Aber ich meine, 8 Pistolenmunition nehme ich auch mit. So ist es ja nicht. Und 500 Peseten auch. So, dann sind wir jetzt hier sogar eigentlich schon wieder fertig, ne? Ah, warte mal, genau. Ich kann mal gucken. Der Käfer. Der Riesenkäfer. Wo ist der gleich nochmal an irgendeinem Baum? Kann ich mir hier immer gar nicht merken. Ich habe das Spiel, glaube ich, 50 Mal durchgespielt, bevor ich zum ersten Mal so einen Käfer gefunden habe und ich war komplett perplex. Nee, aber hier finde ich ihn jetzt gerade nicht. Ah doch, hier ist er. Perfekt. Aber da haben wir schon ein paar davon gefunden in dem Mod hier. Na guck, war alles wirklich gar nicht so schlimm. Es ist wirklich so, ne? Dadurch, dass ich meinen ersten Playthrough auf Hardcore gemacht habe, bin ich, glaube ich, ein bisschen gestählt und mache mir zu viele Sorgen irgendwie. Es ist alles gar nicht so krass. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Jetzt dreht der Mod wahrscheinlich. Das hat er gehört jetzt, ne? Und jetzt denkt er sich, na, aber nicht dem zeigen wir es. Ach, das ist ja lustig. Das habe ich noch nie getestet. Dass man mit den Speeren Geld sammeln kann, ist ja geil. Man muss die gar nicht unbedingt überfahren. Guck mal, ich glaube, ich sehe auf der Hühnerinsel ein Ei leuchten. Die haben, während ich jetzt weg war, ein Ei gelegt wieder. Da fahren wir nochmal vorbei. Das nehmen wir mit. Da haben wir auch den Platz dafür. So. Ich meine, ich habe aus der Entfernung was leuchten sehen, grün. Aber jetzt, wo wir näher kommen, sehe ich es nicht mehr. Hm. Vielleicht doch nicht. Vielleicht war es dann irgendeine weirde Reflexion oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte schwören können. Naja. So ist das. Wie sieht unser Inventar aus? Sehr klein. Sehr eng. Wir haben leider auch kein Schießpulver gefunden. Doch ein bisschen. Okay, wisst ihr was? Mache ich. Wir brauchen nämlich Platz für den großen Fisch, den ich da hinten jetzt noch schnell erledige. Na, 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 na. Fishman! Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel Inventarplätze der braucht. Ich glaube ungefähr 74.000, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, komm. Ah! Oh! Oder? Na dann. Achso, na also, hat er gesagt. Ich hab na dann verstanden. Na dann, Leon. Let's go. Verkaufen wir den Fisch beim Händler und ein bisschen anderen Klimbims vielleicht noch, wenn wir schon dabei sind. Und dann gehen wir in die letzte Höhle. Das ist, ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt hier die letzte Scherbe nicht gefunden haben. Ich frage mich, ob wir die noch kriegen oder... Naja, ich schätze mal, in dem Mod kann man nicht unbedingt immer alles mitnehmen. Ich glaube halt, es ist tatsächlich so, ne? Dieser eine Kuhkopf, den ich vom Wasser aus mit Speeren umgebracht habe, hat nichts gedroppt, gemeinerweise nichts. Und ich frage mich, ob der was gedroppt hätte, wäre ich an Land gegangen. Wäre ich schneller gewesen quasi. Oder näher an ihm dran, besser gesagt. Oder eben schneller auch bei seiner Leiche, keine Ahnung. Na, na, da kriegen wir ein ganz schönes Sümmchen zusammen hier. Ach, gute Arbeit. Nenn mich ruhig Pingelig. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Er hat gerade gesagt, nenn mich ruhig Pingelig. Ich glaube,
ich würde so weit gehen zu sagen, wir können sagen, es ist offiziell Kanon, dass sein bürgerlicher Name pingelig ist. Das passt natürlich nicht zu der Theorie, dass er der Großvater von Luis sein könnte. Weil Luis heißt mit Nachnamen nicht pingelig. So viel wir wissen. Luis Sierra pingelig. Könnte schon sein. Könnte schon sein. Die blaue Medaille, ich glaube, die kann ich jetzt nicht erschießen, aber beim Bosskampf dann. Beim El Gigante, auf den ich schon echt gespannt bin, ich frage mich, was sie mit dem gemacht haben. Na Schönchen, Popönchen, wir sind fast fertig, aber Leon, da haben wir gar nicht geparkt, du musst wieder hochklettern. Wir parken woanders, ah, ich kenn's. Okay, na schön, aber machen wir jetzt mal für heute Schluss. Ich bedanke mich herzlichst für euer Beisein und beim nächsten Mal schließen wir den See ab, den ich sehr gerne mag. Sehr viel optionaler Stuff zu tun, ich finde das immer schön. Ja, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao.